Ich darf dich ganz besonders begrüßen zum aktuellen Beitrag zum kommenden Vollmond im Zeichen Wassermann. Auf 29 Grad Wassermann befindet sich dieser Vollmond auf einem kritischen Grad und so ist auch hier das Prinzip Wassermann zum zweiten Mal in diesem Monat bei einem Vollmond hier uns zugegen, was so viel bedeutet, dass am Beginn vor 28 Tagen hier dieser Aufbruch, diese Aufbruchstimmung ganz besonders hier zu spüren war. Und wir hatten durch diese ganzen Tage jetzt in diesem Sommer gespürt, hineinzugehen in diese Seelenkraft, Lebensfreude, Lebenslust ist eine ganz besondere Angelegenheit und doch durften wir einige tiefe, transformative Schritte erleben, des Loslassens von alten Mustern, Loslassens von alten Gewohnheiten, Beziehungen und so weiter. Und nun ist zu diesem kommenden Vollmond im Wassermann wiederum hier die Signatur eine ganz andere. Es hat hier schon eine fast transzendente Signatur, zumal auch dieser Vollmond nun im T-Quadrat steht mit Lilith und dem nördlichen Mondknoten. Das heißt, was wir ganz besonders ins Bewusstsein bringen dürfen, ist das, was hier so unser Denken betrifft, das, was unsere Klarheit betrifft, was denken wir, wie denken wir, wer denkt hier, und uns sozusagen hier auf diese andere Ebene begeben des Denkens. Uranus und auch das Prinzip Wassermann hat eine Signatur des transzendenten Geistes. Als höhere Oktave des Merkurs ist quasi hier der Uranus der eigentliche Götterbote. Merkur macht das hier so gut er kann auf neutraler Ebene, auf Erden. Aber der große Postbote ist sozusagen hier nicht der Merkur als Mensch, als Person, sondern das, was in uns steckt. Es ist eine Kraft in uns, die diese höhere Oktave des Merkurs hier zum Ausdruck bringt. Und nachdem Uranus auch in diesen Tagen hier oder zu dem kommenden Vollmond insofern eine starke Rolle spielt, insofern hat das Trigon zum Mars und Merkur im Zeichen Jungfrau bildet, hat das nochmal eine signifikante Bedeutung auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf unsere Gesundheit. Das, was wir hier kritisch unter die Lupe nehmen dürfen und das, was uns hier quasi aufbrechen lässt, Mars lässt uns hier aufbrechen in eine neue Zeit, in eine neue Umgebung. Auch der Alltag, der Beruf darf sich hier für viele von uns erneuern, wenn wir halt hinschauen, es wahrnehmen. Und diese Wahrnehmung, dieses Hinschauen ist diese große Aufgabe, denn das Aufbrechen ist natürlich nicht immer so einfach, wenn wir hier materiell abhängig sind von diesen Kontexten, die Menschen so haben. Und insbesondere ist das T-Quadrat mit der Lilith und dem nördlichen Mondnoten im Zeichen Zwilling ganz besonders, dass das, was wir hier erkennen dürfen, ist, dass wir letzten Endes mehr sind als das, was wir glauben zu sein, oder dass wir das, was wir glauben oder denken, in einem großen Fragezeichen setzen dürfen. Und diese alte Realität zu verlassen, ist für viele von uns ja natürlich hier, auf welcher Ebene auch immer, wir spüren es durch viele, viele Anlässe. Und das C-Paradoxon ist der größte Anlass, aber letzten Endes auch nur ein Indikator darauf, was sich wie ein roter Faden die letzten Monate und bald Jahre durchzieht, wie ein roter Faden, eben diese Dominanz oder diese Signatur, die sehr oft in diesen astrologischen Deutungen aus meiner Sicht hier zu ergänzen ist, dass der Uranus und natürlich auch Neptun, aber jetzt mal Uranus, weil er sehr stark betont ist in diesen Tagen, jene Instanz ist, die uns verbindet mit einer höheren Wahrnehmung. Das dritte Auge, die Zirbeldrüse ist hier angesprochen. Das Fokussieren, das Innehalten, in die Stille gehen. Nur in der Stille nehmen wir wirklich wahr. Und so können wir hier empfangsbereit uns stellen für das, was unsere Wahrnehmung betrifft, unsere Impulse, die aus einer anderen Region hier landen möchte. Und das mag für den Verstand nicht immer sozusagen ganz einfach sein, durch das T-Quadrat des nördlichen Mondknoten mit der Lilith, dass wir dem, was wir hier fühlen, auch glauben und letzten Endes auch Ausdruck geben, uns aufbrechen lässt. Wer bricht schon auf in eine neue Zeit, wenn nur ein Gefühl
und dafür der Impuls ist. Ob das der Beruf ist, im Beziehungskontext das gleiche Thema, sind die vorherrschenden großen Bühnen unserer Lebenserfahrungen. Naja, das ist halt die große Meisterklasse, dass wir diesen Gefühlen auch vertrauen lernen und sie unterscheiden lernen. Was davon ist so ein Geplapper des Verstandes, des Alltagsverstandes? Und was ist sozusagen hier diese Führung, die auf einer Seelenebene und noch viel tiefer dieses Bewusstsein, wo wir alle angedockt sind, die göttliche Matrix, ob es aus dieser Sphäre kommt. Denn das Göttliche in uns oder die Seele ist selten laut. Es ist zart, es ist voller Liebe und demnach nie laut oder direktiv. Ab und zu kann es einen Stupser geben und dich einladen, mach das, mach jenes. Und so ist auch der Wind der Veränderung in diesen Tagen natürlich äußerst stark zu spüren. Seit dem letzten Neumond im Zeichen Löwen, das große Portal hat sich geöffnet. Die dunkle Nacht der Seele hat die Zeit davor schon für viele von uns begonnen, wo wir nicht hier hineinstürzen in ein dunkles Chaos, sondern im Gegenteil. Das, was wir hier erfahren und transzendieren dürfen, transformieren dürfen und durch diese Signatur, das Pluto hier sehr stark zum Ausdruck gebracht hat, durch die entsprechenden Oppositionen von Sonne, Merkur, Mars, vor einigen Wochen bereits, haben wir in diesen Wochen bemerkt, dass hier eine Erneuerung stattfindet, dass das, was die dunkle Nacht der Seele betrifft, letzten Endes ein Weckruf der Seele ist, dass es eine Signatur ist, die uns hinschauen lassen möchte, hinfühlen lassen möchte. Was möchte deine Seele, dein Leben von dir? Und das mag natürlich hier letzten Endes hier uns genau in diesen Zustand führen, der sich äußerlich und weltlich hier unangenehm anfühlt, aber letzten Endes, wenn wir hier durchtauchen, kommt hier in diesen Tagen ganz besonders wieder hier eine neue Qualität spürbar. Die Träume verändern sich, der Schlaf verändert sich, die Regeneration findet wieder leichter und besser statt. Und durch diese starke Signatur nun auch der Betonung der Jungfrau mit Mars, Merkur, Trigon zu Uranus, mag uns hier letzten Endes erneuern in unserem Alltag. Auch in dem, dass wir dem, was uns wichtig ist, auf Seelenebene Ausdruck geben. Und dann wirkt es sich körperlich aus. Jungfrau ist eine Signatur, wo sich körperliche Erscheinungen zeigen, wenn wir eben dem Auftrag der Seele und dem Auftrag des Herzens keine Möglichkeit geben, ins Leben zu kommen. Dann gibt es hier Symptome, dann gibt es hier sozusagen ganz deutliche Signale. Und das wird in diesen Tagen auch nach dem kommenden Vollmond, tritt dann die Sonne in das Zeichen Jungfrau ebenso ein. Und dann wird es hier wunderbar sein, dich zu reinigen, dich zu klären, dafür zu sorgen, dass dein Geist, dein Körper rein und klar werden. Dass du hier achtest auf das, was du isst, dass du darauf achtest, dass in welcher Umgebung du dich befindest, dass du darauf achtest, dass du hier dem Ausdruck gibst nach wie vor, was du wirklich, wirklich möchtest und deinen eigenen Rhythmus findest. Und diese Signatur ist hier ganz besonders getragen, auch nochmal durch das wunderbare Lufttrigon von dem nördlichen Mondknoten unter Lilith einerseits zu Saturn im Zeichen Wassermann, andererseits zur Venus im Zeichen Waage, dass hier das Thema Beziehungen und Partnerschaft, die Wahrhaftigkeit der Beziehungen und der Partnerschaften hier Ausdruck finden dürfen, indem die dunklen, unbewussten Themen angesprochen werden, das, was sozusagen auf einer Gefühlsebene oft irgendwie zwar stattfindet, wir es aber nicht uns zumuten, der Partnerin, dem Partner, dem Freund, der Freundin irgendwie näher zu bringen. Das könnte eine gute Zeit sein, um all dieses Versteckspiel von gewissen Ängsten, von gewissen Dingen, die wir quasi nicht offenbaren, einfach ausdrücken. Und das macht eine Beziehung auch wahrhaftig, indem wir hier letzten Endes ja, ehrlich sind zu uns und auch diese Ehrlichkeit teilen in Gemeinschaft, in der Partnerschaft. Und so ist dieser Vollmond im Wassermann, 29 Grad Wassermann, wie gesagt, ganz besonders
einladend zum Aufbruch, zumal Mond auch in Konjunktion mit dem rückläufigen Jupiter im Wassermann stehen. Das heißt, dieses Aufbrechen, diese neuen Perspektiven, neue Visionen ist einfach das Gebot der Stunde. Es wird sich hier dermaßen viel ändern. Unser System der Gesellschaft, Uranus im Stier, das Quadrat zu Saturn, das zu Ende des Jahres nochmal aktiv sein wird. Und zu Ende des Jahres wird auch dann Jupiter zurückkehren in das Zeichen Fische. Ist nun hier in der zweiten Jahreshälfte hier diese Signatur des Aufbruchs. Wir werden es sehen, dass das alte Paradigma, das alte System Jupiter, Saturn, Entspannung repräsentiert diese Qualität. Das wird noch gravierendste Umwälzungen geben. Auch Uranus im Stier steht auch für diese Veränderungen auf Mutter Erdes Ebene, Vulkane, Erdbeben, tektonischen Platten, Verschiebungen und all diese Dinge sind hier nicht unwahrscheinlich und deswegen dürfen wir uns hier unser Mindset wirklich erinnern, wer wir wahrlich sind, jenseits unserer Persönlichkeit einsteigen auf diese Ebene, die noch in uns wohnt und diese Macht dorthin geben, wo sie herkommt. Und das ist das, was uns das Vertrauen schenken wird. Die Energie ist gerade sehr stark und das bestätigt immer all das hier ganz besonders. Wir brauchen keine Angst haben, denn all die, die sich hier angemaßt haben, diese Macht als Person an sich zu nehmen, um hier gewisse Fäden zu ziehen gegen die Menschen, werden hier nicht durchkommen. Keine Chance. Sie missbrauchen diese große Macht und machen sie zu einer persönlichen Macht. Und das ist das Prinzip, das immer schlecht ausgeht. Wir dürfen diese Macht in uns anerkennen, sie leben, aber zum Ausdruck bringen des großen Ganzen für die Menschen. Und das mag auch das Prinzip sein, dass diese Grenzen zu überschreiten, diese Schwelle zu überschreiten, dieses Transpersonale, dieses Jenseits unserer Person. Was heißt das, Jenseits unserer Person? Was soll jenseits dessen sein? Wer ist hier noch? Und da kommen wir natürlich hier zum Überschreiten dieser Grenzen und zum Christusbewusstsein, dass wir uns alle als nicht religiös gefärbt Christen, uns an das Christentum erinnern, in dem Sinn, es geht um das Bewusstsein dessen, was es wahrlich bedeutet. Und wahrlich bedeutet es, dass wir hier große Meister sein können und auch, dass sich die Signatur von Saturn, Venus im Zeichen Waage, das ist die Botschaft und die wahren Meisterinnen und Meister bieten sich an im Ausdruck des Göttlichen in sich, um im Dienste der Menschheit hier aktiv zu sein. Letzten Endes ist das das große Prinzip, dass wir hier in eine neue Zeit reisen und das Wassermann-Prinzip auch mit diesem starken Uranus hat hier genau diesen Aufbruch in sich. Die Betonung im Zeichen Jungfrau geht in den Dienst des großen Ganzen. Aber zuerst muss ich einmal meinen Seelenauftrag und Herzensauftrag und Wünsche erkennen, um hier zu spüren, was mein Auftrag ist. Und dann gehe ich hier hinaus und entwickle entsprechend eine Position, wo ich mich in den Dienst des großen Ganzen stelle. Das heißt, ich lebe das, was mir und mein Herz und meine Seele mir zum Ausdruck bringen möchten und dass es für mich passt. Und es passt, wenn ich dem Ausdruck gebe, immer auch für das große Ganze. Und diese Positionierung mag hier in diesen Tagen ganz besonders stattfinden. Und das Thema auch Uranus bedeutet wiederum Netzwerke, Gemeinschaften, neue Gemeinschaften, die vielleicht eine ähnliche Wertehaltung in sich tragen, die das Leben ähnlich sehen. Und so ist es mir auch eine ganz besondere Freude. Ich habe einen kurzen Zwischenstopp gemacht, meine Ferien unterbrochen. Aus unterschiedlichen Gründen bin ich jetzt wieder hier gelandet in meiner Bibliothek. Und es hat mich hier einfach ein Thema wieder eingeholt, und zwar das Thema Netzwerk. Ich habe hier bereits fertig eine Plattform, die wird heißen Matrix Netzwerk. Und es wird bald der Link dazu auf meiner Webseite zu finden sein. Wenn du dich dafür interessierst, du kannst den Newsletter abonnieren und ich werde dich zeitnah informieren, sobald es quasi öffentlich ist, diese Plattform, die vorerst einmal nur einigen Testpersonen hier dient, um mal das ganze Ding zu prüfen auf Herz und Nieren und auch meinen Gruppen, der Matrix-Gruppe, also auch hier der Gruppe für neues Wachstum,
die sind bereits hier aktiv in eigenen Räumen, wo sich hier die Vernetzungen bereits aktivieren werden. Und in diesem Sinn freue ich mich auch über diese Erneuerung, und alle weiteren Aktivitäten zu meiner Arbeit findest du auf meiner Webseite. In diesem Sinn, habe eine gute Zeit des Aufbruchs, auf ein gutes Miteinander, auf die Zeit der Meisterschaft, auf die Zeit dessen, dass wir uns daran erinnern, wer wir wahrlich sind, und diese Macht zu uns zurückholen, uns in den Dienst stellen des großen Ganzen. In diesem Sinn, ich danke dir. Welcome home.